Wie sehen Sie die Bedeutung oder die Wichtigkeit eines Skandals dann, der dann ja letztlich auch wieder auf die Kirche zurückschlägt, wenn so etwas dann gesagt wird in der Öffentlichkeit vom Kardinal, ruft das ja nicht nur positive Reaktionen herauf, sondern es gibt dann auch großen Protest gegen solche Äußerungen. Schadet das der Kirche nicht mehr, so etwas, als wenn sie sich da nicht einmischen würde? Ja, das ist im Einzelfall natürlich nur zu beleuchten und das ist sehr schwer. Wie gesagt, da müsste man wirklich die Werbefachleute fragen. Das war kein billiger Rat, sondern ein sehr komplizierter Rat sogar. Weil die teuer sind. Ja, außerdem. Aber also, ich habe jetzt in dem Gespräch was daraus gehört, ich glaube, es muss Konflikte geben, offenbar. Ja. Das aber ist es ist ja so eine friedliebend und harmonischen sind nicht ganz so entsprechend, aber offenbar ist das wahr. Aber dann müsste man den Konflikt auch nützen, um über dieses Thema in aller Öffentlichkeit reden zu können. Das wollte ich glaube, und das ist das Positive. Ja. Bei jedem Skandal, wie immer das ist, also das Schlechteste wäre natürlich nach dem Kardi zu rufen, sondern die Öffentlichkeit auch diesbezüglich jetzt in der Öffentlichkeit die Debatte anzufachen. Das ist ja auch vor allen christlichen Festen, bitte, was ist jetzt vor Weihnachten in den Kabarets, ist überall die Jungferngeburt in einigen lächerlich gemacht worden. Es ist interessant, dass sich die nicht nur kommerziell, sondern offenbar doch auch um das Geheimnis ein bisschen bemühen, aber da müssten wir eigentlich da sein und das aufgreifen und sagen, also es interessiert sie doch noch etwas. Und jetzt zu versuchen, hier nachzustoßen, also wo der Skandal ist, müsste man es in dem sich nützen, sich nicht vergrämt zurückziehen, sondern der Diskussion stellen und möglichst seine Meinung zu sagen, gierigerseits, mit der Hoffnung, dass hier wenigstens, oft ist ja auch diese Provokation, geht ja oft auf ganz falsche Voraussetzungen, nämlich religiöser Natur, dass man also eine ganz geringe religiöse Bildung hat. Und interessanterweise sind ja meistens diese Reaktionen, oder die da kommen, sind auf einer fundamentalistischen Auslegung der Bibel zum Beispiel. Also die, oder dass das Zweite Vatikanum eine ganz andere Form gebracht hat, bis hin zu den Passionsspielen, wo die ganzen Antisemitismen eigentlich blockiert worden sind. Da haben wir nichts davon gehört. Also man müsste sich auch in dieser Diskussion fast ein bisschen darauf hinführen, wie sich die Kirche Gott sei Dank doch auch im Laufe der Jahre, gerade in den letzten 40 Jahren, sehr, sehr weiterentwickelt hat und hier auch anders argumentiert, als es bisher war. Das heißt, Sie plädieren für den Dialog und für die Auseinandersetzung, auch für den Konflikt, aber Sie sind eigentlich gegen eine Art von Zensur oder auch gegen ein Verbot von solchen Dingen. Weil es gibt ja auch im Strafgesetzbuch den Paragraphen Herabwürdigung religiöser Lehren, also der eigentlich sagt, dass das dann auch entsprechend auch bestraft werden sollte. Also da, ich bin kein Jurist, jetzt, aber ich bin überzeugt, ich weiß keinen Fall, wo das richterlich auch festgelegt worden ist. Es gibt ein Verbot vom Gespenst von Achternbusch, das damals in Österreich nicht gezeigt wurde. Ja, das wurde verboten, ja. Aha, ja, aber das Nietzsche, ist, glaube ich, sehr wurde ganz auch verurteilt. Also aber ich meine jetzt auch nicht jetzt, also das geht dann hier sehr weit natürlich, wenn das strafgesetzlich jetzt verfolgt wird, aber auch von Seiten der Kirche, dass hier keine Zensur sein soll, dass das auch nicht... Jetzt, also nicht richterliche Zensur, ich bin dafür, dass es natürlich also durchaus auch die Meinung geäußert wird, auch eine sehr kritische. Und ich glaube, die Kunst muss das auch zur Kenntnis nehmen, dass man sie kritisiert. Ja. Aber sie nicht verbietet. Aber nicht verbietet, das kann die Kirche gar nicht. Und ich glaube, das würde fast immer in das Gegenteil sein. Aber dann kamen die 60er Jahre und mit ihnen Peter Handke. Achtung, Achtung. Peter Handke. Ich kenne von ihm einen Text, der einen neuen Ton in diese Verklammerung von Kirchenkampf und Pfaffentum brachte, und ich lese ihn vor. Die Religion in seinem langen Brief zum kurzen Abschied. Die Religion war mir seit langem zuwider und trotzdem spürte ich auf einmal die Sehnsucht, mich auf etwas beziehen zu können. Es war unerträglich, einzeln und mit sich allein zu sein. Es musste eine Beziehung zu jemand anderem geben, die nicht nur persönlich, zufällig und einmalig war,
sondern in der man durch einen notwendigen, unpersönlichen Zusammenhang zueinander hörte. Nahe ist dieser Ton deswegen, weil sich hier ein Abschied anmeldet, und zwar ein unwiderruflicher Abschied, und er ist begleitet von einem Ungenügen, das den Autor ratlos lässt. Zitat: So musste man dastehen, in nichts als Gegenstände und Vorgänge vertieft, mit einer stumpfsinnigen Frömmigkeit. Ich ging weg. Ja, es war ein langer Abschied von der Religion oder vom Heiligen, wie man seit einiger Zeit sagt, um den Namen Gottes nicht vergeblich in den Mund nehmen zu müssen. Und dieser Zug ist, entschuldigen, pardon, abgefahren. Manche laufen ihm nach, andere sind zornig, dass er nicht schneller verschwindet. In den beiden Amerikas, in Afrika und in Asien, sind andere Fahrpläne. Dort wird jeden Tag eine neue Religion gegründet und dort schlägt das Blasphemische immer noch ein wie der Blitz. Nicht so in Österreich. In Österreich wird Maria Zell renoviert und der Stephansdom gerettet. Ansonsten haben wir, was ist angesagt? Eventmanagement. Das Blasphemische, habe ich mir notiert, ist in die Pornografie abgewandert. Also wenn sich zum Beispiel Bratislava einstellt, dann kann also der einsame, meistens Mann in Böheimkirchen am Computer einen Beichtstuhl erblicken, wo etwas Obszönes passiert. Dieses Thema würde den Rahmen, der mir gesetzt ist, sprengen. Immerhin bin ich dort gelandet, wo ich angefangen habe, nämlich bei dem in vulgärer Sprache vorgetragenen Wunsch eines anonymen Briefschreibers nach Geschlechtsverkehr mit der Gottesmutter Maria. Und damit habe ich auch schon meine Schlusspointe. Achtung, das Vulgäre steht, seit es Blasphemie gibt, im Widerspruch zum Erhabenen. Aus der Spannung dieses Widerspruchs bezieht das Blasphemische seine Kraft. Ob diese Kraft nur und in jedem Fall des Teufels ist, durfte und darf auch fürderhin bezweifelt werden.